Was geht ab, liebe Leute? Damit herzlich willkommen zurück zu Gears of War 4. Wir machen hier jetzt weiter an der Stelle. Wir sind beim letzten Mal stehen geblieben, und zwar bei der Verteidigung dieses Dorfes, was wegen uns ja angegriffen wird. Und das können wir natürlich nicht so zulassen. Wir haben das Archiv zerstört. Ich sehe es. Wir haben Kopien. Von den Daten, nicht von den Büchern. Die Dad aus Jacinto gerettet hat. Ach, scheiße, man kann da nicht mit runterlaufen. So. Okay, schauen wir mal, was so geht, Leute. Lass sie nicht hoch! Ich hoffe, das ist die letzte Welle jetzt hier von uns. Noch ein toter Hirte. Noch ein toter Hirte, ist auch geil. So, den haben wir auch. Granaten haben wir. Da kommen Verfolger! Okay. Stellen wir das Ding hier so hin. Wenn da was hochkommt, wird es weggeballert. Alles klar. Und ja, Leute, ey, das, was die Geschütze und die Stacheldrahte drehte, Drahte. Ich ganz neu in Land, ich nicht spreche Deutsch. Sind für mich hier im Spiel, für JD für im Spiel. Das seid ihr natürlich für mich auf YouTube, oder? Ja? Meine Unterstützung im Kampfe gegen das Böse. Vollkommen übertrieben, aber ihr wisst schon, was ich meine. Deswegen an dieser Stelle nochmal danke für euren Support, gerne weitermachen. Ich versuche ja auch mein Bestes und ich habe irgendwie das Gefühl, mein Geschütz ist nicht so geil platziert. Und ich überlege auch gerade, wahrscheinlich wäre das sogar besser gewesen, wirklich sämtliche Ressourcen auf eine Seite zu ziehen. Wisst ihr, was ich meine? Oh scheiße, ich muss hier weg. Also zum Beispiel nur hier, weißt du? Dann, aber hier Stacheldraht, da vorne Stacheldraht. Hier ein Geschütz, da vorne ein Geschütz. Und dann die Stelle zu verteidigen, damit hier bloß keine Leute reinkommen. Hör auf, mich anzuballern! Hör auf, dazwischen zu latschen, du Vollpfosten! Sie haben Verfolger! Nice. Ich glaube, ey, wo ist die Waffe hin? Was zur Hölle? Und ich glaube, wenn es jetzt gleich noch eine Runde gibt, dann werde ich das machen. Oh fuck! Der haut gut rein. Haben wir's? Haben wir jetzt wirklich alles? Hey, das war der letzte. Gute Arbeit, Jungsbonde. So nice. Boah, alles klar, wir haben es geschafft, Leute. Sauber. JD, da kommt eine Sturmfront. Oh,
Ihr habt versprochen, dass ihr den Fabrikator stellt, ohne Jin zu provozieren. Ma'am, haben Sie nicht zugehört? Das hat nichts mit dem Fabrikator zu tun. Was habt ihr getan? Jin beschuldigt uns, wir würden ihre Leute entführen. Was auch immer das bedeutet. Ich hab euch gesagt, euch beiden, lasst mich das bloß nicht bereuen. Ma'am, du weißt, dass sie lügt. Seit wann kümmern wir uns darum, was die Chor denkt? Seit es zu Kriegen führt. Ihr drei. Bringt den Fabrikator zum Kraftwerk und installiert den Wechselrichter. Du weißt, dass Jin zurückkommt, oder? Wir müssen hier weg, sofort. Schaltet den Strom wieder an. Gut, ganz wie du willst. Hey, wenn noch mehr Chorleute kommen, schlägst du Alarm. Jawohl, Ma'am. Hey, du wusstest, dass dieser Tag kommen würde. Deshalb halten wir uns auch an den Plan. Können wir uns ein wenig sputen? Rainer ist schon sauer genug. Ja, ich weiß. Es kackt immer wieder ab. Das Teil hat heute viel durchgemacht. Ach ja? Willkommen im Club. Ich hab's gleich. Okay, JD, geh zu dem Schalter. Okay, rein damit! Ha, sieh mal an! Leute? Komm schon, gib's zu. Du hast kurz an mir gezweifelt. Hast du was angefasst? Was? Da draußen ist was. Na los! Mom? Mom! Kate, hör zu! Versteck dich und dann verschwinde! Was tust du denn da? Kate, hör gut zu! Leute, das klang nach Dutzenden, vielleicht Hunderten, wie ein Schwarm. Was machst du da, Mann? Ach, Kate. Komm, wir müssen ihm nach. Wie
Wir haben doch überhaupt keine Ahnung, wo sie hin sind. Hör mal, Jin kann uns helfen. Jin will uns umbringen. Kate, hör zu. Hey, das wird euch nicht gefallen, aber ich weiß, wer sich diesen Kristallscheiß ansehen sollte. Jin hat Leute, die sich darum kümmern können. Hey, ihr wisst genauso gut wie ich, dass... Del, nein. ...dass er uns helfen kann. Von wem spricht Del denn? Hey! Kann er uns helfen oder nicht? Ja, kann er. Die Frage ist, ob er es tut. Kommt schon. Du sagtest, er wäre zu Hause. Ist er auch. Er ist immer zu Hause. Das Haus sieht verlassen aus. Da wohnt er auch nicht. Folgt mir. So ist er ab und zu mal drauf. Du wirst gleich wissen, warum. Fantastisch. Und schon... Ich dachte, der würde alles wieder aufbauen. So war es mal geplant. Vor 15 Jahren. Bist du hier aufgewachsen? Geboren. Aufgewachsen bin ich in einem Internat. Ja, schon ist es jetzt nicht mehr so dringend mit ihrer Mutter, oder was? Wurde die jetzt kalt gemacht, oder ist die... Wurde die mitgeschleppt? Oder ist sie tot direkt? War es hier schon immer so? Nein, war's nicht. Ich habe viele schöne Erinnerungen an diesen Ort. Würde ich auch gern sagen. Müssen wir lang zu der Tür oder zu dieser Tür? Alles klar, Frage beantwortet. Außerhalb einer Siedlung zu wohnen. Das war leicht. Wer hätte ihm das abschlagen können? Ja. Gut, wenn man die Trailer kennt, weiß man, was passiert. Willkommen zu Hause, James. Woher wusstest du, dass wir hier sind? Das ist neu. Nicht allzu neu. Dad, wir brauchen deine Hilfe. Ich habe dir oft genug geholfen. Aber dieses Mal renne ich nicht vor der Chor davon. Del, steckst du auch mit drin? Knietief. Du solltest ihn doch davor schützen. Du weißt, dass das unmöglich ist. Ich würde mich vorstellen, aber ihr verschwindet ja gleich. Jedi, zeig's ihm. Mir was zeigen? Unser Dorf wurde angegriffen. Und meine Mutter wurde entführt. Entführt? Zusammen mit unseren Freunden. Dad, du solltest dir das hier ansehen. Jetzt hör mal zu. Ich hab dich doch vor der Chor gewarnt. Und was machst du? Dad. Ich hab dir gesagt, kein Non-Con zu werden. Die Chor wird dich jagen. Und du, was machst du? Sei still und sieh's dir an. Scheiße. Leute? Ich dachte, ihr lauft nicht vor der Chor davon. Ja, das entsprach nicht so ganz der Wahrheit. Gott verdammt, James! Ah, Lieutenant. Zeit, unser kleines Gespräch fortzusetzen. Jin, hören Sie, Sie haben keine Ahnung, was hier wirklich vor sich geht. Weiß ich wohl. Aufwiegelung. Angeführt von James Dominic Phoenix, Sohn eines berühmten alten, verbitterten Gears. Apropos. Sergeant, wie geht's Ihnen? Das mit der Tür tut mir leid. Keine Sorge, wir wollten gerade gehen. Fürs Protokoll, Sergeant. Falls Sie diesen Flüchtlingen helfen sollten, kann ich Sie nicht beschützen. Ja, also alles wie immer. Sie verfluchen!
Scheiße! Alle Einheiten, Feuer frei! Haupthaus, los! Oh, yes. Ich bin immer noch so gut mit Menschen, Marcus. Lauft einfach zum Hinterausgang. Also, darum kümmern wir uns wohl zuerst. Scharfschütze, oben! Ja, das ist Marcus Phoenix. Der Hauptcharakter der ersten Teile. Ja. Und JDs Papa. Na komm. Fuck, Leute, hier geht schon wieder die absolute Action ab. Oh yeah! Brauche Munition. Oh shit, aber was jetzt das Besondere war, dass man jetzt weiß, wofür JD steht. James Dominic Santiago. Und Dominic Santiago haben wir im Prolog gespielt, Leute, für die Leute, die sich nicht mit Gears of War auskennen. Und ja, jetzt kann ich es ja sagen, spätestens Dominic Santiago, bester Freund von Marcus Phoenix, ist im dritten Teil gestorben. Ja. Und dementsprechend hat er seinen Sohn nach seinem besten Freund benannt, was ja, sehr schön ist. Und Dominic Santiago war eh eine arme Wurst. Denn. Grins, neue Spielzeuge. Ja, wir haben schon den ganzen Tag mit ihnen gespielt. Kommt mit, folgt mir nach oben. Halt, was ist im Obergeschoss? Familienerbstücke. Denn, ja, Dominic Santiago war eh eine arme Wurst, denn seine Frau wurde entführt von den Locust. Ja. Und da war man auf der Suche nach ihr und ja. Ach, eklige Geschichte, alles sehr traurig, sehr traurig. Soweit es halt in einem Gears of War geht, so von Traurigkeit, weil. Ey, dieses Spiel trotz so von Testosteron, Alter. Hier geht's runter. Liegt hier irgendwas? Ja, strotzt nur so vor Testosteron, Maskulinität, mache ich jetzt einfach mal zu einem Wort, ist hier an oberster Stelle und dementsprechend, soweit es halt in diesem Kontext, in diesem Szenario geht, war das dann traurig, also, ja. Achtung, mehr Dibis! Und auch Marcus Phoenix hat leider eine neue Stimme bekommen. Gott verdammt, mehr von denen! Finde ich sehr schade. Ich meine, die Stimme an sich ist gut. Ja. Finde ich persönlich, die Stimme an sich ist gut. Aber man hat sich natürlich an eine andere gewöhnt. Noch ein toter Bot. Hier oben sind noch mehr. Noch mehr. Hey, yo! Vormarsch! Weiteren Hirten zerstört! Mach ihn weg, Marcus! Nein, mach ihn halt weg. Kommt schon, hier lang. Kommt schon, hier lang. Ah, der Sprecher ist schon nicht schlecht. Es ist schon passend, finde ich. Ich werde auch nicht jünger. Ja, ja, dieser One-Liner. Ist so geil. Welches verfluchte Buch war's nochmal?
Komm schon, Daddy. Das, was offensichtlich optisch hervorsticht. Oh yeah! Oh yeah! Jetzt geht's los, Alter. Also das sind ja mal schicke Familienerbstücke. Du hast die Rüstungen behalten. Klar kommst du zurück, wenn bei dir die Kacke am Dampfen ist. Lass mich dir helfen. Fühlt sich an, wie eine Tür zu tragen. Gut, so muss es auch sein. Wie heißt du doch gleich? Kate. Na dann, pass gut auf die Rüstung auf, Kate. Die gehörte meiner Mutter. Was soll das werden? Jemand schuldet mir noch was. Apropos Schulden, das hier willst du sicher zurück. Danke, Del. Okay, machen wir die neue Chor mit der alten Chor bekannt. Und werfen diese Eimerköpfe aus meinem Haus. Yeah! Nehmt euch, was ihr braucht. Boah, ich kann es nicht anders sagen. Das ist so geil, Leute. Aber hier endet es. Oh, fuck, Mann. Als Fan ist man gerade im siebten Himmel, Leute. Das ist ein richtiger Fanservice einfach. Muss man einfach so sagen. Fanservice Deluxe. Geil. Gut, Leute. Ey. Was soll ich sagen? Ich finde das Spiel bis hierhin richtig, richtig geil. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß. Lasst es mich gerne wissen, lasst Feedback in den Kommentaren da, lasst eine Bewertung da, würde mich freuen. Schaltet beim nächsten Mal ein und bis zum nächsten Mal, Alter. Das war's, die Folge ist zu Ende, Leute. Tut mir leid, beim nächsten Mal geht's weiter. Haut rein und tschüss.